Ja, und somit herzlich willkommen zurück zur MotoGP 20. Es gab eine kleine Unterbrechung, mein PC hat leider ein bisschen Faxen gemacht. Wir sind hier kurz vor dem Cambrai hier in Spanien. Der Motor, oder hier der Punkt, wurde jetzt fertig entwickelt. An sich müssen wir jetzt eigentlich, glaube ich, gar nichts machen, hier installiert. Wir könnten jetzt hier theoretisch auch gleich weitermachen. Hier können wir nochmal die Leistung ein bisschen erhöhen. Hier ist die Maximalleistung, verbesserte Leistungsabgabe. Hier unten niedrige und mittlere Geschwindigkeiten werden verbessert. Hier ist natürlich interessant, Verringerung des Kraftstoffverbrauchs. Und weil wir da schon, ja, ganz schön lange brauchen. Was haben wir hier auf verbesserter Sport? Nochmal Verringerung vom Kraftstoff. Eigentlich würde ich vielleicht dahin gehen. Wenn wir weniger Kraftstoff mitnehmen, haben wir auch ein bisschen leichteres Bike. Deshalb würde ich jetzt mal sagen, ich gehe einfach mal hier weiter. Personal hinzufügen, die sind ja schon da. 5 Wochen. Na, 5 Wochen hört sich viel an. Die anderen sind halt eigentlich alle vergeben. Der Christopher Jackson ist alleine in der Entwicklung. Hier haben wir noch, ja, so ein bisschen Rahmenentwicklung. Wobei die halt, selbst die 50er sind halt im Rahmen besser wie beim Motor. Deshalb würde ich mal sagen, lassen wir so das Personal mal. Müssen wir ein bisschen warten. Wir können mal hier reinschauen. Wir haben 6200 Punkte, klar. Kein Personal, aber alle quasi in Entwicklung. Bremsstabilität. Das hört sich eigentlich auch ganz gut an. Würde ich erst einfach mal sagen. Da tun wir einfach wirklich welche rein, die hier in der Entwicklung sind. Verbleibende Zeit 14 Wochen, wenn keiner dran ist. Okay. Also ich würde sicherlich mal die 100er rausnehmen. Jetzt haben wir 4. Achso. Ich habe gerade 4 Wochen gelesen, habe den einen hinzugefügt, aber der wird da, glaube ich, mit reingerechnet. Hier haben wir jetzt eben 3 Wochen. Achso, das sind noch die anderen. Ich würde einfach mal sagen, wir haben noch 3 drin. In dem einen rein und noch den zweiten. Oh, das hat gar nichts gebracht eigentlich. Wenn wir den jetzt komplett rausnehmen aus der Entwicklung. Dann haben wir nur noch 2 Wochen. Dann machen wir das halt so. Was natürlich noch interessant wäre. Aerodynamik ist irgendwie komplett gesperrt. Hier bei der Elektronik haben wir auch gar keine Punkte. Aber wir haben natürlich auch keine Leute. Wieso kann ich jetzt hier nichts auswählen? Hallo, Controller? Hallo? Okay, jetzt sind wir ganz zurück. Okay, hier haben wir trotzdem, also Motorrahmen ist noch alles gleich. So, jetzt hier. Das Problem ist eigentlich, es sind alle verteilt. Wir können jetzt natürlich den Christopher Jackson mal rausnehmen aus dem Motorbereich. Was wollen wir denn eigentlich als nächstes machen? Wir wollen ja eigentlich hier runter und dann da rein. Da brauchen wir 2000 und hier 2250. Wir haben ja gerade 2,6. Das wird gar nicht. Ja, gar nicht wohl so extrem klappen. Obwohl, hier haben wir halt 5 Wochen schon. Da brauchen wir dann ja auch noch ein bisschen. Könnte punktetechnisch vielleicht sogar klappen, wenn wir es mal so lassen. Oder vielleicht dann irgendwo noch ein paar Leute reinstecken. Ja, dann lassen wir das halt leider so. An sich irgendwie so neue Mitarbeiter oder so. Kann ich sicherlich auch. Management, technisches Personal. Chefingenieur, neue Kandidaten stehen zur Verfügung. Hier C-Klassen. Würde ich fast eigentlich die nehmen, weil die jetzt gerade bei Chassis und bei Elektronik drin wäre, oder? Zusammenspiel, Forschungsdaten. Wobei ich beim Motor eigentlich auch gar nicht so gut bin. Warum sagt er auch ersetzen? Achso, da sind neue. Naja, sieht man so plus minus. Und dann natürlich auch mit den Gehältern und so verschieden. Aber ich tue ja ersetzen. Klar, okay, jetzt cool, der hat jetzt hier B. Oh, der eine hat B plus plus. Der geht bei Aerodynamik voll rein. Aber wir haben halt keine Aerodynamik. Ich kann jetzt natürlich, klar, Leute aufbessern, okay, aber kann ich auch mehr Leute haben? Ich glaube mal nicht, oder?
Jetzt also, haben wir, hier haben wir 15, 20, 20. Nehmen wir den da, oder? Auch wenn er ein bisschen älter ist. Ja. Okay, kostet ein bisschen, der geht halt beim Motor dann gut rein. Ach scheiße. Vertragsunterzeichnung müssen wir auch noch zahlen. Ui, ui, ui. Boah, der wird bei... Oh, die, sorry. Sie würde bei Elektronik richtig rein... Achso, mit wem ersetze ich? Ach, mit dem. Kann ich aber... Okay, die kann ich jetzt hier ersetzen, aber so die anderen Leute kann ich, glaube ich, nicht machen. Kann man bei dem machen. Der hat ja auch C. Haben wir nur B plus. Der war ja eigentlich beim Motor ganz gut, so wie hier oder da. Ja komm, machen wir den mal rein. Mein Geld verschwindet. Haben wir uns aber ein bisschen gebessert. Was macht sich jetzt hier? Alles eigentlich noch beim selben vorerst. Dann würde ich mal sagen, gehen wir ins Rennen. Willkommen und hallo aus Jerez de la Frontera. Das erste Qualifying wird in... Okay. Die Strecke kenne ich eigentlich ganz gut. Ich weiß noch damals. Ich weiß nicht mehr damals. Wann war das? MotoGP. Ja, schon ein bisschen her. Eigentlich stimmt es gar nicht. Eigentlich habe ich mal MotoGP gespielt. Ich weiß es nicht genau. 2013, 2012 oder so. Das habe ich damals irgendwie voll vergessen, verdrängt oder so. Oder ich habe es vielleicht auch gar nicht lange gespielt. Aber dann mit dem Let's Play. Ich glaube, MotoGP 2015 hat es angefangen und da haben wir eben auch genau hier gestartet. Genau deshalb ist die Strecke bei mir so ein bisschen fest drin. Einigermaßen. Auch jetzt nicht mehr alles, aber machen wir hier die Power kurz mal runter. Oh, sorry. So war das schon mal nicht geplant. Ja, jetzt kommen wir hier natürlich nicht so gut raus mit der Endgeschwindigkeit. Hier alles relativ grau. Mal gucken, ob es noch anfängt zu regnen. So, mal wieder ein bisschen viel gebremst. Jedes Mal dasselbe Spiel hier. So, bin mal gespannt, wie es mit den Zeiten dann alles so aussieht. Wie wir hier abschneiden. Und auf welchem Platz wir dann landen. Von wo aus wir starten dürfen. So, hier nochmal eine schöne Gerade. Ich bremse jetzt mal wirklich ein bisschen früher. Ich komme aber trotzdem immer so ein bisschen ins Rutschen. Auch so ein ganz leichter Stoppie kommt auch meistens mit rein. Oh, hier weit raus. War fast schon ein bisschen zu knapp. Im Hinterrad so ganz, ganz leicht in die Wiese. Ein bisschen mehr und dann wäre sie mir wohl hinten weggegangen. Hier nochmal ein bisschen mehr nachgebremst. Deshalb fährt er mir ein bisschen vorne weg. So, und gleich haben wir es. Kommt noch hier die Linkskurve. Fährt er wieder? Ne, okay. Ich bin seltsam gefahren, wollte schon sagen. Fährt er wieder in die Box rein. Obwohl er ja die Runde nicht mal quasi dann zu Ende gefahren wäre. Also hier auch, also die letzte Kurve, damit habe ich immer Probleme. Aber es ist natürlich interessant, was die anderen fahren werden. Okay, ich wollte nicht ganz so viel bremsen. War dann aber doch ein Fehler. Hier bei der zweiten auch ein bisschen Probleme. Schauen wir erstmal so ein bisschen, wie meine eigenen Zeiten laufen. Oh, nur 7 schneller. Alter, okay. Jawohl, wir sind in der letzten Kurve. Wir sind nicht ideal raus, natürlich. Aber ich glaube, besser wie zum Start von der ersten Runde. Das kann dann schon einiges ausmachen, wenn wir da... Oh, spät gebremst. Was macht denn der da? Ja, jetzt kommen wir hier weit raus.
macht viel aus, wenn wir da vielleicht 20 km schneller gestartet sind in die zweite Runde. Oh, sorry. Ui, war lauter Ablenkung. Zu viel Gas gegeben. So, oh, Alter. Gute 1/18 verloren, das tut eigentlich schon weh. Eigentlich tut es schon weh, wenn man sich überlegt. Erster Abschnitt so gut. Zweiten habe ich jetzt gerade gar nicht mitbekommen. Das war jetzt ja der dritte. Wenn wir es mit dem zweiten hatten. Jetzt haben wir 2,3 Runden noch. Dann könnten wir theoretisch... Oh, wir sind Position 3. Wir sind jetzt... Wir sind besser geworden, ja doch. Sind jetzt von 3 auf 2 wieder. Dann wird es so ein bisschen irritierend. Wir hatten jetzt, glaube ich, immer die Zeiten auf meine Zeit. Und dann... Vom letzten Abschnitt dann quasi die Endzeit wurde dann auf den derzeitigen Platz 1er gerechnet. Deshalb musste ich selber schauen, ob ich schneller war oder nicht. Wie meine eigene Runde davor. So, jetzt müssten aber glaube ich hier... Das war nix. Im Qualifying geht das. Hätten aber ein bisschen weiter zurückspulen können. Schon so ein bisschen blöd. Mitten in der Kurve oder während dem Anbremsen oder so, und dann geht das ja aus dem Zurückspulen immer so noch kurz mit so einer Zeitlupe raus. So ein bisschen schwierig dann zum Einschätzen, gerade mit Geschwindigkeit, mit Abbremsen und so. Deshalb sollte man eigentlich vorm Bremsen oder halt irgendwo, wo man gerade Vollgas gibt, wieder reingehen. Frosch im Hals. Habe ich wieder nicht auf den zweiten Abschnitt geachtet. Aber er ist rot. Rot ist in dem Sinne gut. Für die Leute, die sich bei MotoGP nicht ganz so auskennen. Ich weiß, sehr verwirrend. 1-1. Ui, okay. Sehr verwirrend. Eigentlich ist halt in jedem Rennspiel rot schlecht. Oder man quasi, dass man hinterher ist. Aber hier ist, wenn man hier so ein rotes Cash-in bekommt, dann fährt man schneller wie die angegebene Zeit. Bei Orange ist eigentlich auch interessant, das gibt es eigentlich so, ich glaube in vielen Rennspielen nicht. Also in den meisten gibt es halt Rot oder Grün. Und Orange wäre dann schneller wie die eigene Zeit, aber trotzdem noch schlechter wie die Bestzeit. Und Grau ist dann ganz schlecht. Also langsamer wie, was? Dein Berger, Schelkorn, okay. Ja, Orange ist, nee, Grau, bei Grau warme. Grau ist dann halt einfach... Die eigene Zeit schlechter und die Bestzeit nicht erreicht. Jetzt haben wir noch 5 Minuten. Wir haben noch hier 1/18 vorne. Ich denke mal, das kann. Das könnte so stabil bleiben. So, sehr schön. Ja, dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Part zum zweiten Qualifying und dann anschließend zum Rennen hoffentlich wieder. Bis dahin wieder schauen und reinhauen.